Ich möchte so 100% machen von dem Spiel, das weiß ich noch nicht. Vielleicht. Je nachdem, wie aufwendig das ist. Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass ich auch Platin hier für das Spiel vorhab. Oh, guck mal. Da sind solche Abwehrbarrikaden. Wie viel KP haben diese Vögel hier eigentlich? Sind die hin? Nee, ihr seid's nicht. Ihr wollt, oder? Seid ihr die? Doch, ihr seid hier die Möwen. Pingu-Möwen. Pingöwen. Weil dieses Federtierfuß mit 4 Zehen möchte ich gerne haben. Kann man nämlich zu diesen Krähenfüßen verarbeiten. Wald verloren gehen nachts auch nicht so das Geilste. Stelle ich mir sehr creepy vor. Da oben ist was, oder? Bei. Ah, was? Was war das? Hä? Achso, die schießen auf den. Oh, hier ist so eine kleine Burg. Wie cool. Keinen Schaden genommen? Der nimmt echt einfach gar keinen Schaden, was? Dude. Ich sag's euch, wenn ich von denen abgeschossen werde, kriege ich Schaden. So, was ist jetzt da oben? Ich guck ja quasi so in die Richtung. Was ist da? Was? Leute! Ich war gerade am Gucken, ja? Pass mal auf. Das ist die Ballista da oben? Ja, ne? Oder auch nicht? Schießt immerhin gerade nicht nach mir. Nope. Bin ich da. Bin ich doch da. Ach hey, mal wieder normale Menschen zum Kämpfen. Hatten wir auch schon länger nicht mehr. Die geben mir doch sicher gleich noch ein bisschen. Oh, ein Zwiebelritter. Geben mir doch sicher gleich noch ein bisschen Heilung. Ich kann mich doch einmal voll heilen mit allem. Beziehungsweise kein Zwiebelritter, das ist ein Kürbisritter. Ohne Blutrose. Goldener Samen. Oder goldene Saat. Und Gegner, die mich nicht fast one-shotten. Ja. Ein Messingschild. Den ich mir gerne angeguckt hätte, aber Kürbiskopf meint, er muss jetzt Party machen. Ach ja, ich darf seinen Kopf nicht treffen. Ah ja. Bitte boxen Sie mich nicht. Jo, 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 ist gut, ist gut. Chill. Der hat aus seinem Kopf echt eine gute Verteidigung, aber er sieht auch sehr stabil aus, der Kopf. Stein. Aber keine Heilung. Ich bin empört. Nur eine Flugfeder. Ja, vielleicht aber warten oben noch ein paar. Willst du mir diesmal noch ein paar Leute andrehen? Hallo? Ja. Wenn ihr wollt, dass ich mehr Follower habe, dann erzählt einfach euren Bekannten von diesem Stream. Und sagt denen, wie geil ich bin. Das ist die legitime Art und Weise. Ich sag mal, es ist natürlich nicht gar nicht mal so blöd, einfach mal jetzt bei einem neuen Spiel
dann in die Streams die Bots reinzuschicken, aber ich weiß nicht. Vor allem, die werden schlauer. Die packen es nicht mehr als Link rein. Deswegen hat Nightbot nicht getriggert. Ja, stimmt. Aber die Sache ist, dadurch, dass es kein Link ist, kannst du auch nicht direkt draufklicken. Also ist es dann wieder hinfällig. Weil dann bringt dir das ja nichts. Niemand kopiert was aus dem Chat einfach raus, was so shady klingt. Der Link ist doch nicht shady. Yourfollows.com. Es hätte nur noch shadier geklingt, wenn es irgendwie hieß Your Sexy Follows. Oder Get You Follows Now. Hebst du? Nein. Die. No! Ratten! Oh Gott, ich sollte hier nicht sein. Das ist sicher explosive Fässer. Scheiße, Mann, ich sollte hier wieder rausgehen. Ja, ich gehe wieder raus. Wir warten, wir kämpfen am Tor. Kommt ihr zu mir. Machen wir es andersrum, ne? Ihr kommt zu mir und wir kämpfen einfach. Als ob der einfach drüber gesprungen ist. Lächerheit. So. Und wir sind jetzt in irgendeiner Festung gelandet. Letzte Heilung. Was? Ach so. Ich dachte gerade für einen Moment, mein Loot ist da einfach explodiert. Aber nein, der Loot hat einfach von oben was runtergeschmissen. Und ich bin einfach perfekt ausgewichen. Aber du bist da oben schon ein bisschen... Komm ich da überhaupt dran? Ja, komm ich. Cool. So, dahinter habe ich noch was gesehen. Im Gebäude drin. Ah. Du bist der, der Stress macht. Und nicht treffen kannst. Und nicht Schaden machen kannst. Zumindest bei den Gegnern nicht. Ist ja noch so ein Dude. Lass das mal. Ist ja noch so ein Dude. Problem ist... Yo! Das sah stylisch aus. Wie seht ihr den an? Ah, ich habe nur eine Kriegsasche bekommen. Das war ja mal ein richtig cooler K.O. Ich habe einfach das Fass neben ihm in die Luft gesprengt aus Versehen und ihn damit getötet. Und witzigerweise, obwohl ich eigentlich auch direkt daneben stand, habe ich keinen Schaden genommen, sondern nur er. Und wir haben instant einfach alle unsere Heilungen wieder voll bekommen, weil wir einfach alles hier gekillt haben. Und noch mehr Blutrosen. Also von denen habe ich jetzt auf jeden Fall eine ganze Menge. Ist hier noch was? Nee. Kann nur hoch. Wir müssen echt mal unsere ganzen Kriegsaschen nochmal durchgucken, was wir jetzt schon wieder bekommen haben. So. Was haben wir oben auf dem Turm? Eine Truhe. Don't be a trap. Okay. Medaillon von Dektus. Links. Das ist aber dann... Ja, so ein Hauptitem, ne? Ja. Kombiniert die Medaillons, um den großen Aufzug von Dektus zu benutzen. Trägt man aber das aus beiden Hälften zusammengefügte Medaillon, kann man den großen Aufzug von Dektus aktiviert werden, der das Atlus-Plateau mit Liurnia verbindet. Die rechte Hälfte soll in der Festung Faroth auf dem Drachenhügel zu finden sein, weit im Osten gelegen. Ist doch auf der Karte. Guck mal, das hier. Dann könnte das hier vielleicht diese Festung Faroth sein. Am ehesten. Okay.
Aber cool, dass wir hier so... Ich finde es auch schön, dass das einfach direkt drin steht, wo die andere Hälfte dann ist. Denk mal, bei der anderen würde dann auch stehen, dass die dann irgendwie im östlichen Limgrave ist oder so. Hallo? Oh, hier ist niemand. Und ein Handbuch des nomadischen Kriegers Nummer 6. Das macht... Das ist schon ein bisschen zu weit. Wo waren die denn da? Handbuch des nomadischen Kriegers 6. Blutfett und alles, was Blut mit drin hat. Was macht denn Blut? Blutung, wahrscheinlich. Ne? Manchmal muss man nur einfach so zwei Schritte weiter denken. Kann ich da auch entlang? Aber coole kleine Festung auf jeden Fall. Ah ja. Bringt mir das was? Vielleicht irgendwie noch ein bisschen random Stuff. Schmiedestein. Jo. Kann ich hier hochsteigen? Schade. Okay. Dann weiter noch in die Richtung und dann sind wir mit dem Gebiet sogar schon fertig. War dann gar nicht mehr so viel, das östliche Limgrave. Hm. Den Strand haben wir noch da unten. Oh. Oh, what you say? Bin ich jetzt eigentlich? Yikes! Ja. Das war nicht mit Absicht. Ich dachte, ich überlebe den Sturz. Habe ich aber nicht. Na gut. Dann wissen wir zumindest ungefähr, wo unser nächster Punkt ist, wo wir hinwollen. Das war ein bisschen ungünstig. Ich dachte, das wäre nicht so hoch. Das sah nicht so hoch aus. War nicht das hier, wo ich hier hingeportet wurde? Ja. Das war wohl eine schlafende Bär und der andere, der am Baum kratzt. Da. Oh, da liegt sogar noch was. Eine goldene Rune. Nice. Also, das ist nur ein Schatten. Und hier ist die Ruine mit dem anderen Bären. Reite ich eigentlich schneller, wenn ich den Kreisknopf mashe? Also. Oh, hi. Sozusagen. Die Halbmenschen wüten, weil ihre Mutter entführt wurde. Wo seid ihr, Fürst Kenneth? Der Ritter ist verrückt nach Blut. Ja, der auch anscheinend. Ich wollte mit der Dame reden. Nee, er ist der verrückt nach Blut. Achso, und guckt auf die Festung da oben. Ach, guck mal. So komme ich auch hier hin. Aber ich muss jetzt einmal nochmal nach oben, um meine Ruhen nochmal zu holen. Ich bin ja direkt einfach hochgelaufen, ja. Da vorne. Okay. Und wieder zurück. Wahrscheinlich war das echt so ganz knapp einfach zu hoch. Wie auch immer ich da nicht getroffen habe. So.
Runter am Strand zu dem komischen Tentakelvieh einmal. Das würde ich nämlich gerne einmal besiegen. Falls ich das überhaupt kann. Oh ja, von vorne mache ich sehr viel mehr Schaden. Aber richtig guten Schaden in die Fresse. Nice. Easy. Also mit Feuer. Und, ach, das waren die Landoktopussis hier. Denen ich gerade die Eierstöcke rausgezogen habe. Und noch mehr goldene Runen. Kann ich eigentlich... Moment. Bei den Vögeln. Wo ist denn mein Bogen? Moment, gib mir mal... So ein paar normale Knochenvögel. Knochenvögel, Knochenpfeile. Nein, das wollte ich nicht. Reicht so ein Schuss? Ja, der falsche Knopf. Ja. Nice. Ich nehme mich eben mal schnell besiegen, bevor die mir wegfliegen. Da ist wieder ganz viel Stuff. Grabblinden. Goldene Rune 1. Goldene Rune 1. Goldene Rune 2. Oder Chef Wolf. Goldene Rune 1. Aua! Dude. Tat weh. Ich glaube, jetzt mögen mich die Wölfe nicht. Ah, die mochten mich wahrscheinlich vorher schon nicht. Also habe ich nichts falsch gemacht. So. Bodycheck. Sieht teilweise echt witzig aus, wie die sich einfach gegen mich schmeißen. Und eine goldene Rune 4. Nice. Ich sollte vielleicht wenigstens die Pfeile mal ausgerüstet lassen, damit ich die nicht auch mal mit ausrüsten muss. So. So, zack. Wir haben anscheinend nicht viel HP. Und keine Füße. Ich frage mich auch, ob das Gebiet oder dieses Gebäude da oben einfach quasi unser Startpunkt ist. Könnte ich mir schon denken. Es ist ja schön, wenn die KI nicht registriert, dass die Kumpel gerade gestorben ist. Das Spiel hat es eh nicht so ganz damit, dass die irgendwie kollegial sind. Wenn deren Kumpels draufgehen, ist es denen einfach scheißegal. Oh, wait. Jetzt müssen wir heilen. Boah, viel hat mir jetzt eh nicht gefehlt. Nice. Man sieht das oft so, dass einfach der Kumpel von denen drauf geht, die gucken runter und denken sich so, gut, not my job. Das sind alle hier nicht so ganz kollegial. Einmal weniger zum Stopfen. Not my job, Dad. Ja. Irgendwie dann auf die Idee zu kommen, dass die als nächstes dran sein könnten, kommen die, glaube ich, nicht. Jetzt nehmen wir die Vögel in Ruhe. Was sind wir? Ah. Hier wollte ich auch noch irgendwann mal hin. Wieso bin ich eigentlich nie... hier hingekommen. Wait, Moment.
Ich glaube, bei dem da oben waren wir noch gar nicht, ne? Hier bei der Ruine. Die hatten wir, glaube ich, noch ausgelassen. Oder? Lass mich mal kurz mal nachgucken gehen. Hi. Bye. Ne, hier waren wir schon. Sonst hier oben habe ich ja das Sternstück schon geholt. Ah, ich erinnere mich. Da, der Dude da oben, der da hinten steht. Der hat mich mal aus der Ferne gesniped. Hier waren wir, ja. Und sind gestorben. So. Dann haben wir damit Limgrave. Ich würde erstmal sagen, komplett erkundet. Und gucken uns jetzt mal das Gebiet da vorne mal an. Da ist eine riesige Ballista mal wieder. Die Brücke des Opfers. Ja, die wollen nicht, dass ich das Opfer werde. Yo! Du hast guten Schaden gemacht, Junge. Scheiße, Mann, war das schnell. Er kann sie ja nicht hier unten hinschießen. Das wäre ein sehr seltsamer Winkel. So. Hier bin ich wenigstens sicher vor denen. Der so, ha, ich habe ein Schild, du kannst mir nichts. Ich so, ich habe eine nicht existente Waffe. Ich kann dir schon was. Oder keine materielle Waffe. Ich hau einfach da durch. Und noch ein Schmiedestein. Steinschwertschlüssel. Dann haben wir jetzt schon zwei, um wieder Stuff zu machen. Kann ich das Ding auch einfach betätigen? Nein, ich bin zu dumm dafür. Und davon haben wir wieder einen Ort der Gnade. Dann müssten wir jetzt ja eigentlich in einem neuen Land sein, ne? Ist ja nicht mehr Limgrave hier. Bist du tot? Die Halbinsel der Tränen. Okay. Da werde ich weinen, wenn ich hier rumlaufe, oder wie? Schauen wir mal. Ah, wait, Moment. Wir können auch jetzt unsere wundersame Flasche ausrüsten. Arzneimischung. So, jetzt haben wir eine Mischung, die uns nochmal mehr heilt. Also 50% und die Ausdauer auch noch erhöht. Cool. Guck mal, jetzt könnte ich da in die Richtung weiter. Die Sache ist jetzt, was wäre denn theoretisch ja wirklich dann der nächste Weg, wenn man jetzt Godric bekämpft? Wir könnten entweder jetzt nach Süden weiter oder auch hier nach Norden. Ich gehe jetzt einfach hier mal noch ein bisschen weiter und gucke einfach mal, wie stark die Gegner sind. Und wie sehr sie mich zerstören werden. Komme ich da hoch? Wobei, Moment. Bevor wir jetzt hier weitergehen, gehen wir einmal kurz zur Tafel der Gnade. Und gucken uns das mal an, was wir für Kriegsaschen noch haben. Und ob sich hier mal wieder was geändert hat. Da. Du bist neu. Oder? Ach, das ist der Dude mit seinem... mit seiner komischen Rüstung. Anrufungen studieren. Litanei des wahren Tods und die Klinge der Ordnung. Schafft ein Bildnis der Ordnung, um heiligen Schaden zu verursachen und verzaubert die Waffe der rechten Hand mit Heiligschaden. Was brauche ich auch noch Weisheit überall für den ganzen Scheiß? Dude! I serve the gold.
an order that I might put this crooked land to rights, following only the guidance of the Great Elden Ring. Those who live in death fall outside the principles of the Golden Order. Their mere existence sullies the guidance of gold, tainting its truth. And so it is, the vermin must be exterminated, down to the very last. Ich glaube, der mag Gold. Was mir gerade einfällt, haben wir nicht auch letztens mal einen Stab gefunden? Als Waffe? Oh, schon wieder mehrere goldene Saaten, ne? Zauberstab. Ich dachte. Wobei, die sind vielleicht hier bei Katalysatoren. Da, Meteoritenstab. Skaliert mit S. Mit Weisheit. Aber 18 Weisheit, um den zu verwenden. Bewirkt hohe Zaubereiskalierung und verstärkt außerdem Gravitationszaubereien. Ja gut, eine Eskalierung mit Zauberei ist schon gar nicht mal so schlecht. Vielleicht gehen wir mal als nächstes so ein bisschen auf Weisheit. Da können wir so ein bisschen... Okay. So ein bisschen gemischt Weisheit und Glaube vielleicht spielen. Okay. Du willst eh nicht mit mir reden? Du suchst immer noch eine Dienerin. Wie sieht's denn hier aus? Du hast immer noch wahrscheinlich den Zauber für mich. Der hält aber auch gefühlt einfach ewig, oder? Für die, die den Segen auch mal bekommen haben, ist der bei euch mal irgendwann mal ausgelaufen? Weil bei mir läuft er, glaube ich, einfach nicht aus. Oh. Ich könnte die jetzt mal verstärken. Was ist denn eine Spezialasche? Okay. Könnten Oleg verstärken. Verstärken wir mal Oleg mit der Geistertal-Lilie. Und hier verstärken wir unsere Vampirwichte. Und... Es tut mir leid. Aber bei diesem Bild, ne? Sieht es aus, als würde der Hintere den Vorderen besteigen. I'm sorry, aber ich sehe das einfach da drin. Sieht man das? Es tut mir leid, das sieht echt danach aus. Was haben wir denn jetzt für Kriegsasche? Nichts dafür, nichts dafür. Was haben wir denn hier? Den Bodenschlag. Kann ich mir nicht angucken. Kann ich auf den Bogen was packen? Nein. Das ist auch nur der Sturmball. Echt einfach nur 1000 Sachen für normale Waffen, aber nichts für was anderes. Jo. Da brauche ich Dunkelschmiedesteine. Aber das könnte ich verbessern. Dann ist er nochmal ein bisschen stärker. Ja, komm. Zumindest ein bisschen verstärkt. Den Bogen könnte ich auch verbessern. Aber das ist eher so eine Gimmick-Waffe. So. Nee, die nicht. Da. Also, wir haben die wilden Schläge. Wilde Schläge schwingt die Waffe mit aller Macht. Halten, um den Angriff aufrechtzuerhalten, setzt mit einem normalen oder starken Angriff nach. Dann den Bodenschlag. Das sieht aus, als würde ich einfach eine Arschbombe machen. Ihr springt hoch in die Luft und schlagt weiter vorne auf wie ein Meteor, um eine Schockwelle in alle Richtungen zu entfesseln. Mit eurem Arsch. Dann der Sturmangriff. Das sind Talente, die ihre Macht aus den Stürmen von Sturmschleier bezieht. Springt durch die Sturmwinde vorwärts und stoßt mit eurer Waffe nach unten, um am Einschlagspunkt weitere Stürme zu entfesseln. Sturm übrigens. Der Sturmrufer. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Der Willen haben wir auch schon. Erfüllt die Angriffe der Waffe mit heiliger Essenz und verschießt ein goldenes Klingenprojektil. Die heilige Essenz bleibt eine Zeit lang in der Waffe enthalten.
Aber die haben wir ja dann dauerhaft auch drin, oder? Den hatten wir auch schon. Und der blutige Schnitt. Vom Fürsten des Blutes gewährt das Bluteid-Talent. Nehmt eine niedrige Haltung an und benetzt die Klinge mit eurem Blut, um einen weit ausladender Blutschlitz auszuführen. Kann ich auf meinen Speer irgendwas drauf machen? Das hier könnte ich drauf machen. Ah ja, guck mal, dann sieht man es auch. Dann kriegt er nochmal 80 Heiligschaden dazu und eine Deskalierung auf Glaube. Okay. Wie ist da denn jetzt dann die Stärke? Weil hier habe ich 109 plus 54. Hier habe ich 80 plus 80. Weil es 80 plus 1 und 80 plus 15. Wenn ich den Kurzspeer jetzt noch ein bisschen verstärke. Moment. So. Hat der 95 plus 95 plus die 22. Ist der Speer jetzt potenziell wieder stärker geworden? Weil ich dem auch noch Heiligschaden drauf geworfen habe. Könnt es ja gleich mal in einem Gebiet mal ausprobieren. Aber ansonsten scheint ja auch nichts Neues zu sein. Nee. Dann gehen wir zurück zur Brücke des Opfers.